Hallo liebe YouTuber, Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr mal reingeklickt habt, hier zu einem kleinen Einblick in meine Puppenstudio-Bühne, wie ich sie nenne. Ich habe das Ganze mal aufgebaut, weil ich für ein Paar, was kürzlich geheiratet hatte, wo ich nicht auftreten konnte, noch ein Video machen wollte und ja, das Ganze wollte ich euch einmal kurz vorstellen. Das Ganze ist eine Art Holzrahmen, ein rechteckiger Holzrahmen. In der Mitte ist nochmal eine Strebe, damit ich dann Platten draufpacken kann und hinten einen Zwischenraum habe, halt für das Puppenspiel à la Jim Henson Style oder wie man es halt jetzt auch in der Sesamstraße macht und bei Martin Reinen und Kollegen, die sowas filmtechnisch umsetzen. Der Holzrahmen hat hinten nochmal eine Auflage für die Kulissenwände. Die ganzen Kulissen. Oh, Entschuldigung. Die ganzen Kulissenwände sind im Prinzip eine Art Widerholzrahmen, wo dann eine MDF-Platte drauf ist und das Ganze ist dann tapeziert. Bei dieser Kulisse ist es allerdings ein bisschen anders. Das ist zwar auch ein Holzrahmen und eine MDF-Platte und so. Da ist es allerdings so, dass ich das Ganze weiß anmalen musste, damit die Holzplatte nicht durchscheint. Und das Ganze habe ich dann mit Holzleim festgeklebt. Ja, ich habe mehrere Wände von denen. Also ich glaube, ich könnte damit so eine 3 Meter oder 4 Meter lange machen. Und so waren früher mal verschiedene Kulissen, beziehungsweise verschiedene Designs an Kulissen. Mittlerweile ist es fast ausschließlich in dieser Form, in dieser Tapetenvariante. Heute ein bisschen leicht sprachgestört. Und jo, was ich noch jetzt für diese Filmaufnahmen gemacht habe, ist, ich habe halt hier ein Tuch neu gemacht. Das soll eine Art Vorhang sein, oder beziehungsweise eine Fenstervorhang. Dann habe ich mir mal vor etwas längerer Zeit schon, das war damals bei diesem Projekt, was ich mit dem Märchen angedacht hatte, habe ich mir aus Holzresten und einem Lampenschirm von einer Laserlampe eine Stehlampe gebaut. Habe dann noch so ein kleines Bommelchen dran gemacht mit einer kleinen Holzkugel zum Dranziehen. Kann man aber nicht wirklich. Aber damit ihr euch dann halt auch nur theoretisch lesen könnte. Ja, dieses ganze Ding ist eigentlich eine feine Sache, wenn man das wirklich für Filmaufnahmen braucht. Ich habe es mal gebaut, weil ich halt wie gesagt in dieses Märchenprojekt angegangen war, was dann leider nicht geklappt hat, aufgrund dessen, dass es doch sehr aufwendig war und ich noch alleine war, was das Puppenspiel anging. Und ja, das von daher lag das jetzt eine ganze Zeit lang, ich glaube fast gut ein Jahr auf dem Dachboden und bin froh, dass ich es jetzt mal wieder rausgeholt habe und aufgebaut habe. Und ja, ich wollte euch diesen kleinen Einblick nicht vorenthalten. Vielleicht ist es ja auch was für euch, wenn ihr sowas nachbauen wollt. Ansonsten leicht das Ding auch gerne aus, wenn ihr wollt, schreibt mich einfach mal an. Versand ist allerdings sehr schwierig, weil Sperrgut und so. Da kann man sich auch gleich selber so einen ganz einfachen Holzrahmen bauen, der mit Schrauben und Winkeln zusammengesetzt ist. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, wie ich das Ganze aufgebockt habe. Das habe ich nämlich vergessen. Das Ganze ist auf zwei Holzböcken. Diese ne? Dachförmigen Holzböcke, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, unten ist halt noch ein Bildschirm jetzt gerade. Der ist jetzt gerade nicht angeschlossen. Ups, muss ich gerade nochmal euch das zeigen. Ups, ich kämpfe jetzt hier gerade mit dem Stativ und dem wenigen Platz, den ich hier habe. Da ist jetzt der alte Computerbildschirm, den ich mir umfunktioniert habe, zum Puppenspielbildschirm, wenn ich hier Videoaufnahmen mache. Habe mir einfach nochmal ein 3 Meter langes Kabel geholt für
den Anschluss an die Kamera, einen Adapter nochmal. Und da kann ich dann halt während des Puppenspiels dann sehen, was ich denn da mache. Ist praktisch, wenn man alleine filmt oder wenn man zu zweit ist, weil vier Augen sehen manchmal mehr als zwei. Oder auch wenn man nur alleine ist, ist es besser, wenn man da zur Kontrolle mal drauf schauen kann, ob da vielleicht was nicht so ist, wie es sein sollte. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen hier in diese Puppenstudio-Bühne von mir. Und wir würden uns freuen, Tanja und ich würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal reinklickt bei Vorsicht Living Puppet oder bei Handpuppen unter der Lupe oder irgendwelchen anderen Videos von uns. Des Weiteren würden wir uns natürlich freuen über ein Facebook-Like auf unserer Facebook-Seite oder natürlich über einen Besuch von euch auf unserer Website www.vorsicht-puppe.de. Bis dahin, macht's gut, tschüss, euer Hannes.